Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es um den Rewatch des Films Universal Soldier mit Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren in den Hauptrollen. Der Film kam 1992 raus, er geht um ungefähr 100 Minuten und Roland Emmerich hat Regie geführt. In einer weiteren großen Rolle ist auch Ralf Möller zu sehen und der Film hat aktuell eine FSK 16 Freigabe. Bis zum Jahr 2013 hatte der Film eine FSK 18 Freigabe. Der Film rockt immer noch. Zwei tote Vietnamsoldaten werden quasi wiederbelebt, um quasi als aktuelle Söldner zu agieren, wo ein Eingreifen von Soldaten möglich oder notwendig ist. Der Good Guy spielt quasi Jean-Claude Van Damme und der Bad Guy wird gespielt von Dolph Lundgren, der mir ehrlich gesagt etwas besser gefallen hat als Jean-Claude Van Damme. Zuerst ist Dolph Lundgren sehr ruhig, aber dann ab der Mitte des Films, da lässt er nach drei Sprüche los. Er kommt einfach verdammt gut rüber. Wie gesagt, der Film ist immer noch sehr unterhaltsam, er ist nicht schlecht gealtert, es gibt tolle Action-Szenen, nicht nur Handkarten, wie man sie von Jean-Claude Van Damme gewohnt ist, sehr viele Autostunts, echt noch alte Oldschool-Autostunts, ohne heutiges CGI oder so etwas. Ich habe mir damals sogar noch den Teil 2 angeschaut, der war im Jahre 1998 im Kino, aber in diesem zweiten Teil spielt nur mal Van Damme mit und nicht mal Dolph Lundgren. Also wie gesagt, gebt dem Film eine Chance, ist ein bisschen älter schon, aber er rockt immer noch. Dolph Lundgren und Van Damme in Universal Soldier. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht sehen wir uns demnächst wieder bei einem anderen Video von mir. Tschüss, ciao, servus.